Bauer unter dem Titel Karban Slowalski. Ein Stück um einen geheimnisvollen Fall, der sich am Ende als Skandal erweist. Der Fall Karban Slowalski war eigentlich ein alltäglicher Fall. Was ihn von anderen unterschied, war sein tragisches Ende. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ein Einzeltäter überfällt eine Bankfiliale, ein Bankbeamter betätigt die Alarmanlage, der Täter gerät in Panik und erschießt den Bankangestellten. Vor der Bank wird der Täter von einem Einsatzwagen der Polizei gestellt, es kommt zu einem Schusswechsel, ein Polizeibeamter und der Täter sind schwer verletzt. Das sind die nüchternen Fakten. Ich war an diesem 21. April in Frankfurt an einem Kongress über neue Formen der Wirtschaftskriminalität. Als ich heimkehrte, war alles schon vorbei und die Ermittlungen in vollem Gange. Mein Kollege Paul Stauffer war mit seinem Freund Peter Hofer in den verhängnisvollen Schusswechsel verwickelt, der Peter Hofer schwer verletzte. Vor dem offiziellen Rapport bat ich Paul Stauffer zu mir. Komm, setz dich. Na? Hast du Bescheid von Peter? Der Arzt sagt, sein Zustand sei unverändert kritisch. Ja. Warum meinst du, hat Slowalski geschossen? Er ist durch die Alarmanlage in Panik geraten. Und wie geht es ihm? Er hat keine Chance. Ich habe ihn am Kopf getroffen. Paul, ich weiß, wie dir zumute ist. Es war dein erster Einsatz mit der Waffe. Ach, deswegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bedauere nur, dass ich nicht früher geschossen habe. Und warum hast du nicht früher geschossen? Der Kerl stand hinter einem Wagen. Ich hätte auf den Kopf zielen müssen. Hat er auf dich gezielt? Nein, ich sah keine Waffe. Er hatte beide Hände unten. Peter ging von der Seite auf ihn zu. Plötzlich hörte ich die Schüsse, sah, dass Peter getroffen war und dann habe ich geschossen. Ja, dann hast du richtig gehandelt. Ob Peter das auch sagen wird? Paul, wenn du vorher geschossen hättest, wäre etwas an deiner Ausbildung nicht in Ordnung. Vielleicht ist etwas an meiner Ausbildung nicht in Ordnung. Du weißt, wie die Presse reagiert, wenn ein Polizist zu schnell schießt. Verdammt nochmal, was kümmert mich die Presse? Bettina Hofer erwartet ihr drittes Kind. Also hör mal, Paul. Nach dem Rapport nimmst du dir 2 Tage frei. Was soll das? Gerber übernimmt deinen Dienst. Bin ich vom Dienst suspendiert? Nein, davon kann keine Rede sein. Ich kümmere dich um die Frau von Peter. Ihre Mutter ist gekommen, die hilft dir. Trotzdem möchte ich, dass du dich um sie kümmerst. Na gut, wenn du meinst. Karl? Ne? Ach, nichts. Ich habe nur gedacht. Und was hast du gedacht? Wir haben doch einen Scheißberuf. Stunden ist er im Operationssaal. Es wird schon gehen. Hör auf mit Beschwichtigungen. Das war nicht meine Absicht. Entschuldige. Ich meinte es nicht so. Es ist nur... Ich brauche Peter. Nie so dringend wie jetzt. Allein der Gedanke, einige Wochen ohne ihn auskommen zu müssen, bringt mich in Panik. Das hängt mit deinem Zustand zusammen. Wann ist es soweit? In 6 Wochen. Wir haben ein Stück Land gekauft. Peter hat es mir erzählt. Für 3 Kinder wird die Wohnung zu klein. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich kann nie zusehen, wenn er die Waffe reinigt. Weder die Dienst- noch die Sportwaffe. Ich muss aus der Küche. Ich
Ich ertrage es nicht. Das gehört nun einmal zu unserem Beruf. Wie kann man nur so kaltblütig auf einen Menschen schießen? Der Täter ist letzte Nacht gestorben. Du hast auf ihn geschossen? Ja. Leider zu spät. Wie geht es den Kindern? Marcel ist noch stiller als sonst. Und Evelyn ist noch zu klein, um zu realisieren. Betty, ich würde dir gerne helfen. Seit ich Peter kenne, habe ich in dieser ständigen Angst gelebt, dass er einmal einen Menschen erschießen muss. Oder selbst erschossen wird. Tausendmal habe ich mir einzureden versucht, diese Angst sei sinnlos. Ich habe mich auch oft gefragt, wie es sein würde, wenn ich einen Menschen erschießen müsste. Jetzt hast du die Antwort. Nein, ich habe noch keine Antwort gefunden. Vielleicht finde ich sie, wenn ich mich eingehender mit dem Menschen Karban Slowalski beschäftigen muss. Und was wirst du tun, wenn du die Antwort gefunden hast? Den Beruf wechseln? Das weiß ich noch nicht. Was sagt deine Frau dazu? Wir sprechen nicht darüber. Mein Gott, dauert das lang. Sie müssen ihm eine Kugel aus der Wirbelsäule entfernen. Paul, kannst du dir Peter in einem Rollstuhl vorstellen? Ach, das wird nicht. Nein. Es ist schon die zweite Operation. Es kann noch eine Weile dauern. Wollen wir nicht unten eine Tasse Kaffee trinken? Nein. Ich warte hier. Geh nur. Dann warte ich mit dir. Nein, es ist mir lieber, wenn du gehst. Bitte, Paul. Lass mich allein. Wie du willst. Betty, denk daran. Ich bin jederzeit für dich da. Wenn ich dir etwas helfen kann. Gib mir Peter gesund zurück. Ich brauche ihn. Wenn ich das könnte, ich würde alles dafür geben. Was weißt du über den Täter? Slowalski, Karban, 36 Jahre alt, staatenlos. Wohnte in der Grünfelder Straße in Untermiete. Arbeitete auf dem Bau. Er war nicht vorbestraft. Sollte in den nächsten Wochen eingebürgert werden. Da muss er ja einen einwandfreien Leumund haben. Sein Arbeitgeber schildert ihn als arbeitsamen Mann, dem er pünktlich zur Arbeit kam. Er habe kaum in meinem Wort geredet. Sein großer Traum sei es gewesen, nach Kanada auszuwandern, um sich dort eine Farm zu kaufen. Sein Zimmer sieht aus wie ein kanadisches Reisebüro. Poster, Prospekte, Bücher in jeder Menge. Alles über Kanada. Warum wollte er sich dann unbedingt hier einbürgern lassen? Weil die Einwanderung mit einem gültigen Pass leichter ist. Naja. Na, dann sieht es aus, als habe er die Bank überfallen, um sich in Kanada eine Farm kaufen zu können. Der ganze Überfall war stümperhaft gemacht. Er ist mit seinem eigenen Wagen vorgefahren. Als es ihn erwischte, hatte er den Zündschlüssel in der Hand. Das darf ja nicht wahr sein. Naja. Hast du etwas über die Waffe herausgefunden? Die Waffe, die wir bei ihm gefunden haben, stammt von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Da wir sonst nichts von den entwendeten Gegenständen gefunden haben, muss man annehmen, dass sie Slowalski, dem Einbrecher, abgekauft hat. Ja, gibt es sonst noch irgendwas? Ohne Zweifel hat er als Einzeltäter gehandelt. Na, dann wird der Fall für uns bald abgeschlossen sein. Ach übrigens, wie geht es Peters Frau? Sie schien äußerlich ruhig und gefasst, aber irgendwie hat man das Gefühl, als würde sie jeden Moment explodieren. Sie sitzt beinahe Tag und Nacht im Krankenhaus und wartet auf ein Wunder. Ich habe gedacht, wir könnten Peter heute gemeinsam besuchen, falls man darf. Ich weiß nicht, ob das nicht noch zu früh ist. Ich ruf mal an. Hallo, ja, Keller. Ich möchte mich nach dem Befinden von Peter Hofer erkundigen. Ja, danke. Keller, guten Tag, Herr Doktor. Ich möchte mich nach dem Befinden von Peter Hofer erkundigen. Keller, ich bin sein Vorgesetzter.
Nein. Ja, danke, Herr Doktor. Peter ist vor einer halben Stunde seinen Verletzungen erlegen. Mehr als ein Jahr war seit diesem 21. April vergangen. Die Akte Kaban-Slowalski war längst abgeschlossen und begann im Archiv zu verstauben. Der Alltag hatte neue Probleme gebracht, neue Erfolge und noch mehr neue Enttäuschungen. Paul Stauffer war Pate von Peter Hofers jüngstem Kind geworden und in der Kantine der Polizeikaserne hängt jetzt ein neues Bild. Es zeigt einen jungen Mann in Uniform, der unbeschwert in die Kamera lächelt. Peter Hofer. Ich telefonierte gerade, als Paul in mein Büro kam. Er war ungeduldig und aufgeregt. Es schien, als könnte er das Ende meines Gespräches kaum abwarten. Nein? Nein, in der Akte 2 Römisch 5 steht bei Absatz 3 kein Vermerk. Nein. Ja. Ja, ich werde mich um die Sache kümmern. Ja, wiederhören. Karl, hältst du mich für verrückt? Was soll diese Frage? Beantworte bitte meine Frage. Also, wenn du mich so direkt fragst, ich halte dich nicht für verrückt. Was soll der Unsinn? Jetzt hör mir mal gut zu, Karl. Aber was ist denn los? Eine Nachbarin von mir war zur Geburt in der Weierlander Klinik. Na, gratuliere, wir können uns das nicht leisten. Karl, die Sache ist ernst. Oh, entschuldige. Und weil ihr Mann sie nicht abholen konnte, hat er mich darum gebeten. Ich sitze also in der Eingangshalle der Klinik und warte auf die Frau. Kennst du die Weierlander Klinik? Oberflächlich. Ich war nur ein einziges Mal dort. Links ist die Privatpraxis von Professor Weierlander. Die schwere, ledergepolsterte Tür ist nicht zu übersehen. Ah ja, daran erinnere ich mich. Ein Mann kommt durch diese Türe und geht zum Kiosk. Ich sage mir, den musst du doch kennen. Dann dreht er den Kopf zu mir. Weißt du, wen ich gesehen habe? Nein, keine Ahnung. Kaban Slowalski. Slowalski? Du bist verrückt. Du hast mir eben bestätigt, dass ich es nicht bin. Also nun hör mal, du musst dich geirrt haben. Dieser Slowalski ist tot. Ich habe mich nicht geirrt. Paul, natürlich bist du nicht verrückt. Aber der Fall Slowalski hat dich emotional sehr stark beansprucht. Du meinst, also ich sage nicht verrückt, ich spinne nur. Also komm, setz dich, ja? Frau Baumann, bringen Sie mir bitte die Akte Slowalski-Kaban. Ja. Ja, Kaban Slowalski. Jawohl, diese Akte. Danke. Paul, du hast ihn damals nur kurz gesehen. Dieses Gesicht vergesse ich nie. Ich habe ihn erkannt, obwohl er einen eigenartigen Verband um den Kopf trug. Einen eigenartigen Verband? So etwas wie eine Ledermanschette. Paul, du musst dich irren. Glaubst du, ich wäre zu dir gekommen, wenn ich Zweifel hätte? Wie kommt ein toter Slowalski als Lebender in die Weierlander Klinik? Kannst du mir das erklären? Nein, ich kann dir das nicht erklären. Ich kann nur sagen, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Ja, tut mir leid, aber das alles ergibt keinen Sinn. Danke, Frau Baumann. Sehen wir mal. Ah ja, hier ist der Totenschein. Todeszeit 22. April, 2.55 Uhr. Unterzeichnet von zwei Ärzten der Universitätsklinik. Der Autopsiebefund fehlt. Der wird doch sonst automatisch nachgeliefert. Es wurde eben keine Autopsie vorgenommen. Ja, aber eine Todesbescheinigung ist da. Das passt doch nicht zusammen. Also jetzt überleg mal. Auf der einen Seite der staatenlose, introvertierte Maurer, der zwei Menschenleben auf dem Gewissen hat. Auf der anderen Seite angesehene Ärzte der Universitätsklinik, die diesen der Justiz entziehen wollen. Findest du eine einigermaßen logische Erklärung? Vielleicht haben sie sich damals geirrt. Vielleicht war Slowalski noch gar nicht tot. Es ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch kein Krankenhaus irgendwo im Busch. Ob Sinn oder Nichtsinn, dieser Kaban Slowalski spaziert frisch, fröhlich in der Luxusklinik von Professor Weierlander umher. Ja, das vereinfacht die Sache auch nicht. Weierlander ist nicht nur ein Modearzt für die Reichen, er ist eine international anerkannte Kapazität in der Neurochirurgie.
Zudem ist der Dudes Freund von allem, was Rang und Namen hat. Also gut. Gehen wir einmal davon aus, dass es sich wirklich um Karban Slowalski handelt. Du glaubst mir nicht. Also ehrlich gesagt, es fällt mir nicht leicht. Verdammt nochmal, du kennst mich doch lange genug. Sonst hätte ich dieses Gespräch schon längst abgebrochen. Paul, das alles klingt verrückt. Ich bin bereit, den Dienst sofort zu quittieren, wenn es sich nicht um den Mörder von Peter handelt. Ich bin jedoch nicht bereit, ihn frei herumlaufen zu lassen. Ich schlage vor, du kommst mit mir in die Weierlander Klinik und wir knöpfen ihn uns vor. Also Moment mal, so weit sind wir noch nicht. Du willst also nicht. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht die Absicht, nachher den Dienst zu quittieren. Ohne Einverständnis des Untersuchungsrichters kann ich da nichts unternehmen. Die Angelegenheit ist zu heikel. Dann geschieht also nichts. Das habe ich nicht gesagt. Also gut, ich ziehe dich vom Fall Bischhausen ab. Diese Hausdurchsuchung kann auch ohne dich vorgenommen werden. Du kümmerst dich um die Sache Slowalski. Alles, was ich brauche, ist ein Haftbefehl. Erstens würde ich keinen kriegen und zweitens brauche ich Fakten. Fakten und nochmals Fakten. Bring mir den Beweis, dass Karban Slowalski noch lebt. Den wirst du kriegen. Darauf kannst du dich verlassen. Da lag er also wieder auf meinem Schreibtisch. Der Fall Slowalski. Noch hoffte ich, Paul Stauffer habe sich geirrt, aber zu seinen besonderen Fähigkeiten gehört, sich Gesichter zu merken. Das hat er oft genug unter Beweis gestellt. Eine Woche war seit jenem Gespräch vergangen. Paul hatte gründlich recherchiert, hatte Ungereimtheiten aufgedeckt, Fakten gesammelt. Mit diesem Material ging ich zu Dr. Berger, dem Untersuchungsrichter. Diese Geschichte ist doch zu fantastisch. Herr Dr. Berger, als Paul Stauffer mit dieser Geschichte zu mir kam, habe ich genau wie Sie reagiert, aber... Stauffer hat diesen Slowalski erschossen. Möglicherweise ist er damit nicht fertig geworden. Verdrängt Schuldgefühle. Aber Sie kennen doch Paul Stauffer. Wenn es um die Psyche geht, erlebt man immer wieder Überraschung. Das wissen Sie so gut wie ich. Bei jedem anderen würde ich das in meine Überlegungen mit einbeziehen. Aber nicht bei Paul. Er steht mit beiden Füßen auf dem Boden. Herr Keller, nun gehen wir mal von der Annahme aus. Paul Stauffer hat recht. Dieser Karban Slowalski lebt immer noch und bewegt sich frei in der Weierlander Klinik. Ärzte von der Universitätsklinik und Professor Weierlander haben sich zusammengetan, um einen Mörder vor der Justiz zu verbergen. Ja. Nun machen Sie sich mal aus, welchen Skandal das geben würde. Angesehene Ärzte kämen ins Zwielicht, die Universitätsklinik. Mein Gott, ich sehe schon die Schlagzeilen in der Presse. Aber das darf uns doch nicht hindern, einfach vorzugehen und... Herr Keller, verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn einwandfreie Beweise vorliegen, dass dieser Slowalski noch lebt, dann haben wir freie Hand. Solange jedoch diese Tatsache nicht einwandfrei feststeht, können wir uns keinen Schritt zu viel erlauben. Ja, also... Stellen Sie sich doch mal vor, wenn die Presse davon Wind bekommt und sich dann nachträglich herausstellt, dass sich Stauffer geirrt hat. Na, Sie wären doch erledigt. Und ich auch. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Hören Sie, ich melde Sie bei Professor Weierlander an. Danke. Aber ich verlange, dass die Angelegenheit mit größter Diskretion behandelt wird. Wenn ich auch nur eine einzige Zeile in der Presse finde, dann breche ich die ganze Übung augenblicklich ab. Verstehen wir uns? Ich bin doch nicht amtsmüde. Okay. Sie sind mir voll für die Untersuchung verantwortlich. Paul Stauffer darf nichts ohne Sie unternehmen. Ich will nicht, dass er noch mehr Porzellan zerschlägt. Wie meinen Sie das? Ja, also, um ehrlich zu sein, Professor Weierlander hat mich gestern angerufen. Ach. Ja, ihr wolltet wissen, warum sich die Polizei für ihn interessiert? Ah, Donnerwetter. Sie kennen ihn. Sehen Sie diese beiden Finger? Ja, was ist damit? Ich hatte sie mir mal mit der Heckenschere abgetrennt. Professor Weierlander hat sie wieder angenäht. Und sehen Sie, wie ich sie bewegen kann. Dr. Berger hatte uns bei Professor Weierlander angemeldet. Wie er mir sagte, hatte der Professor nur nach einigen Zögern und ziemlich unwirsch zugesagt. Wir mussten uns also auf einen kühlen Empfang gefasst machen.
Zusammen mit Paul betrat ich das Büro von Weierlander. Einen großen quadratischen Raum mit einem mächtigen Schreibtisch. Dahinter ein Büchergestell mit Fachbüchern und einem Familienfoto in silbernem Rahmen. An der Wand hing ein Lautrec, ein Beckmann, seine Diplome und eine Aufnahme der Klinik, als sie noch das Hotel Alpina war. Ach ja, und nichts übersehen, ein Bild von John F. Kennedy. Mit Widmung. Der Professor war damals an einem Ärztekongress in Washington. Es hieß, der Präsident habe ihn in das Weiße Haus gerufen, um ihn wegen seines Rückenleidens zu konsultieren. Das Foto an der Wand schien dies zu bestätigen. Man bat uns, eine Weile zu warten, der Professor käme gleich. Wir setzten uns in die Ledersessel und warteten. Beeindruckend. Das Bild? Das ganze Büro. Ich nehme an, diese Wirkung soll es wohl ausüben. Ich habe seine finanziellen Verhältnisse überprüft. Und? Er versteuert ein Einkommen von rund 1 Million und ein Vermögen von ungefähr 20 Millionen. Hast du etwas anderes erwartet? Ich habe dabei nur an meine Gehaltsabrechnung gedacht. Wie geht es eigentlich Peters Frau? Komisch, ich habe eben auch an sie gedacht. Ich mache mir Sorgen ihretwegen. Weshalb? Ach, aus verschiedenen Gründen. Sie trinkt. Nicht übermäßig, dafür regelmäßig. Sie wird mit den Kindern nicht mehr fertig. In der Wohnung herrscht das totale Chaos. Äußerlich ist sie ruhig. Man hat ja doch das Gefühl, als rede man an einer Wand. Da kümmert sich jemand um sie? Ihre Mutter war ein paar Wochen bei ihr. Sie hat vergeblich versucht, etwas Ordnung in das Familienleben zu bringen. Und? Sie ist wieder abgereist. Sie hatten ständig Streit miteinander. Oh. Bettina hat jetzt eine neue Freundin, Marianne Gerster. Die ist beinahe noch chaotischer als sie. Gerster? Ja, die Frau des erschossenen Bankbeamten. Ah ja. Ich habe gehofft, sie hätte einen guten Einfluss auf Bettina, aber sie hadern gemeinsam mit dem Schicksal. Aldo Gerster und Marianne waren nur 4 Wochen verheiratet. Das ist natürlich bitter. Beide leben irgendwie in der Vergangenheit, nehmen die Gegenwart gar nicht richtig wahr. Du hast das Gefühl, als wären es 2 Automaten. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Herr Keller, und das ist mein Kollege Stauffer. Freut mich. Darf ich Ihnen Herrn Dr. Reitmann vorstellen? Wir kennen uns schon. Nicht wahr, Herr Keller? Ja. Ja, wir hatten schon das Vergnügen. Aber bitte, meine Herren, nehmen Sie doch wieder Platz. Danke. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee oder Cognac? Nein, danke. Dr. Reitmann war zufälligerweise im Haus. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich am Gespräch teilnehme. Nein, sicher nicht. Ich bin nur ein wenig erstaunt, dass ein Anwalt... Armin Reitmann ist nicht nur mein Anwalt. Er ist zugleich mein Freund und Berater. Als ich zufällig im Hause befand. Manfred, Herr Keller weiß genau, dass er nichts dagegen einwenden darf. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich etwas dagegen. Es ist eine reine Frage der Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit zu beurteilen, das müssen Sie schon mir überlassen. Ja, natürlich. Ich möchte nur betonen, dass ich mich bei Herrn Professor Weierlander angemeldet habe, um einige Fragen zu stellen, mehr nicht. Darf ich also festhalten, dass Sie gegen meine Anwesenheit sind? Nein, das dürfen Sie nicht. Weswegen verlieren wir dann Zeit? Dr. Reitmann nimmt mir den juristischen Kleinkram ab. Ich bin da nicht sehr bewandert. Ich finde, jeder sollte das tun, was er am besten versteht. Ja. Herr Professor, sagt Ihnen der Name Kaban Slowalski etwas? Ein eigenartiger Name. Ja. Sollte er mir etwas sagen? Das möchte ich Sie fragen. Oh. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Was ist mit ihm? Kaban Slowalski hat am 21. April des letzten Jahres eine Bank überfallen und dabei 2 Menschen erschossen. Ach ja. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Es stand ja groß in den Zeitungen. Warum fragen Sie nach ihm? Wenn ich mich nicht irre, wurde er von einem Ihrer Beamten erschossen. Laut Todesbescheinigung der Universitätsklinik starb Kaban Slowalski in der Nacht auf den 22. April an den Folgen einer Schussverletzung. Was hat Professor Weierlander damit zu tun? Dieser Slowalski starb auf der Intensivstation der Universitätsklinik. Ich nehme nicht an, dass du dort einen Patienten behandelt hast. Nein. Am Freitag vor 3 Wochen habe ich Kaban Slowalski gesehen. Ach ja? Und zwar hier, in der Eingangshalle, am Kiosk. Herr, Stauffer. Sie wollen hier einen Toten gesehen haben? Keinen Toten.
Ich habe einen quicklebendigen Karban Slowalski gesehen. Er betrat durch diese Tür da die Halle und ging zum Kiosk. Er fühlte sich hier sehr heimisch. Hören Sie, hier in der Klinik gehen so viele Leute ein und aus. Vor 3 Wochen, sagen Sie? Und noch einmal am Sonntag vor 1 Woche. Ich saß hier in der Eingangshalle. Herr Keller, liegt nicht ein Totenschein vor? Ich habe hier eine Kopie. Bitte. Dankeschön. Von 2 Ärzten unterzeichnet. Sagen Sie mal, Herr Keller, was soll diese fantastische Geschichte? Oder finden Sie die Behauptung Ihres Mitarbeiters nicht reichlich fantastisch? Doch, doch, ich finde sie auch fantastisch. Allerdings gibt es einige Merkwürdigkeiten. Was für Merkwürdigkeiten? Es wurde keine Autopsie vorgenommen. Die Todesursache dürfte eindeutig gewesen sein. Eine Autopsie ist bei dem gewaltsamen Tod durch Fremdeinwirkung zwingend vorgeschrieben. Mein Gott, die Vorschriften. Wenn ich alle Vorschriften beachten wollte, die mir das Jahr hindurch auf meinen Schreibtisch flattern, ich müsste dazu ein ganzes Team beschäftigen. Wissen Sie, was das Verhängnis ist? Durch Computer, Textverarbeitung und Kopierapparate ist es heute viel zu einfach, ein Formular herzustellen. In den Büros sitzen eine Menge Leute, die den lieben langen Tag darüber nachdenken, mit welchem Formular sie uns wieder beglücken könnten. Hier, bei mir, steht noch immer der kranke Mensch im Mittelpunkt. Nicht die Bürokratie. Herr Professor, ich bin nicht hier, um zu kontrollieren, ob Sie alle Vorschriften beachten. Ich möchte wissen, ob sich ein Mann namens Karban Slowalski hier in der Klinik befindet. Hier haben Sie seinen Totenschein. Alles andere sind doch nur fantastische Vermutungen. Herr Dr. Reitmann, Tote werden begraben oder kremiert. Ein Karban Slowalski ist nach dem 22. April weder kremiert noch begraben worden. Sind Sie sicher? Ja. Das ist allerdings merkwürdig. Dem Namen nach war er Ausländer. Er war staatenlos. Eine Heimschaffung der Leiche wurde nicht durchgeführt. Es gibt noch andere Merkwürdigkeiten. Ich habe hier die Aussage einer Krankenschwester, wonach Karban Slowalski noch am 23. April an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen war. Oh, das lässt sich erklären. Es gibt Fälle, wo diese Maßnahme angeordnet wird, wenn ein Verstorbener als Organspender vorgesehen ist. Karban Slowalski war als Organspender vorgesehen. Ich habe Ihnen nur eine mögliche Erklärung gegeben. Herr Professor, werden Organe zwischen den Kliniken ausgetauscht? Oh, das ist durchaus üblich. Wohin zielen Sie mit Ihrer Frage? Es war nur so eine Frage. Herr Keller, ich kenne Sie zu gut. Sie fragen kaum ins Blaue hinein. Das ist nicht Ihre Art. Wenn ich Sie richtig interpretiere, beschuldigen Sie Professor Weierlander, gemeinsam mit Ärzten des Universitätskrankenhauses einen Mörder der Justiz entziehen zu wollen. Ärzte hätten einen falschen Totenschein ausgestellt, um einen Verbrecher wissentlich vor der Polizei zu verbergen. Und wer ist dieser Tote? Ein Mafiaboss? Ein Millionenbetrüger? Nein. Ein kleiner, unbedeutender, staatenloser Mann, der eine Bank überfiel und einen Bankbeamten erschoss. Und einen Polizeibeamten. Diese Geschichte ist doch zu verrückt. Herr Dr. Reitmann, eines möchte ich festhalten. Ich habe keine Beschuldigungen ausgesprochen, ich habe nur ein paar Fragen gestellt. Die doch darauf hinauslaufen, eine solche Beschuldigung zu konstruieren. Herr Professor, Sie werden in B14 verlangt. Ich habe doch gesagt, ich will nicht gestört werden. Es ist dringend. Gut, ich komme. Ja, meine Herren, Sie haben gehört. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich an Dr. Reitmann. Oder lassen Sie sich durch meine Sekretärin einen neuen Termin geben. Auf Wiedersehen, meine Herren. Darauf möchte ich fast wetten. Haben Sie noch Fragen an mich? Nein, im Moment. Oder doch? Doch, ich habe noch eine Frage an Sie. Können Sie mir erklären, weshalb sich Professor Weierlander nicht erkundigt hat, wie der Mann aussah, den Paul Stauffer hier durch diese Tür gehen sah? Die Ermittlungen im Fall Slowalski erwiesen sich ja sehr schwierig. Es schien, als habe jemand eine Mauer des Schweigens aufgebaut. Die beiden Ärzte, die den Totenschein ausgestellt hatten, behaupteten, sie hätten ordnungsgemäß den Tod festgestellt und damit sei ihre Aufgabe erfüllt gewesen. Im Pathologischen Institut der Universität wollte niemand etwas von einer Autopsie wissen. Es war eigenartig. Alle, die wir befragten, waren plötzlich mit Arbeit überlastet oder suchten sonst irgendwelche Ausflüchte. Etwa steht jetzt einwandfrei fest.
Die Leiche von Karban Slowalski war tatsächlich in die Weierlander Klinik überführt worden. Paul. Noch einmal. Bist du ganz, ganz sicher, dass es sich bei dem Mann, den du in der Weierlander Klinik gesehen hast, um Karban Slowalski handelt? Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Auch nicht den Hauch eines Zweifels. Karl, es ist Slowalski. Obwohl... Obwohl? Ja. Damals beim Überfall war er in Panik. Er hatte einen Ausdruck von Angst und wilder Entschlossenheit im Gesicht. Naja, das ist verständlich. Im Protokoll der Einvernahme der Zimmervermieterin steht, Herr Slowalski gehört zu jenen Leuten, denen man alles am Gesicht ablesen kann. Ja, und? In der Klinik zeigt er nicht die geringste Angst, erkannt zu werden. Er zeigt keine typischen Verhaltensmerkmale eines Flüchtigen. Natürlich kann man die beiden Situationen nicht vergleichen. Vielleicht fühlt er sich in der Klinik so sicher, dass er glaubt, keine Angst haben zu müssen. Oder es hängt damit zusammen, dass du ihn am Kopf getroffen hast. Noch was fiel mir auf. Es war so. Ein Kind rannte seinen Eltern nach und prallte mit Slowalski zusammen. Er ging weiter, ohne die leiseste Regung zu zeigen. Er beachtete das Kind überhaupt nicht. Ja, es gäbe eine Erklärung dafür. Eine einzige logische Erklärung. Was meinst du? Darüber möchte ich noch nicht reden. Ich muss zuerst mit mir ins Reine kommen. Mein Verdacht war so ungeheuerlich, dass ich selbst mit Paul nicht darüber reden konnte. Allerdings änderte sich die Lage schon am nächsten Tag. Dr. Berger bat mich um 10 Uhr zu sich. Ich erwartete, dass er sich nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen erkundigen wolle. Herr Keller, Sie kennen die beiden Herren bereits? Ja, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Dieses Zusammentreffen geschieht auf Wunsch von Herrn Professor Weierlander. Besser gesagt, Dr. Reitmann hat mir dazu geraten. Sie haben mit Ihren Ermittlungen schon viel Staub aufgewirbelt. Jetzt müssen wir unbedingt verhindern, dass die Medien davon Wind bekommen. Herr Dr. Reitmann, wir führen die Ermittlungen nicht zu unserem Vergnügen durch. Es besteht der dringende Verdacht, dass Karban Slowalski noch lebt. Es geht nicht nur darum, ob der zweifache Mörder frei herumläuft. Es geht gleichzeitig um die Frage, ob mein Kollege Stauffer einen Mann erschossen hat oder nicht. Es liegt allein an Professor Weierlander, uns zu erklären, wer der Mann ist, den Paul Stauffer in der Klinik gesehen hat. Herr Keller, ich... Bitte, Herr Professor, einen Moment bitte noch. Herr Keller, was jetzt hier besprochen wird, gehört sozusagen in die oberste Stufe der Geheimhaltung. Herr Dr. Berger, entweder ist dieser Mann nicht Karban Slowalski, dann ist die Geschichte schon morgen vergessen. Oder es handelt sich um ihn, dann lässt sich die Sache nicht geheim halten. Wenn Sie wissen, worum es geht, dann werden Sie mich verstehen. Professor Weierlander ist ein Wissenschaftler. Er hat bei seinem Tun nur die wissenschaftlichen Aspekte berücksichtigt. Er hat leider die juristischen Konsequenzen vernachlässigt. Was Sie mir da in wohlgeformten Worten darlegen, heißt doch im Endeffekt nur, dass Karban Slowalski lebt. Der Mann, den Ihr Kollege bei mir in der Klinik gesehen hat, ist tatsächlich Karban Slowalski. Allerdings dann verdammt nochmal beantrage ich hiermit einen Haftbefehl gegen Karban Slowalski wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf die Bankfiliale in der Kahngasse. Sowie wegen Mordes an einem Bankangestellten und einem Polizeibeamten. Dieser Mann ist weder haft- noch vernehmungsfähig. Wer sagt das? Ich. In diesem Falle beantrage ich einen neutralen Gutachter. Und ich beantrage gleichzeitig eine Untersuchung gegen bitte, Professor Weierlander. Bitte, Herr Keller. Nun laufen Sie doch nicht gleich Amok. Herr Dr. Berger, Sie wissen, ich bin für die Einhaltung des Dienstweges. Zwingen Sie mich nicht, diesen zu umgehen und mich direkt an die oberste Herr Keller, Distanz zu wenden. Ich Ihnen einmal vor, Sie hören uns jetzt eine Viertelstunde zu, ja? Und dann werden Sie alles in einem anderen Licht sehen. Na gut. 15 Minuten. Was Herr Professor Weierlander gesagt hat, stimmt und stimmt doch nicht. Bitte, Manfred. Herr Keller, wissen Sie, was das ist? Nein, keine Ahnung. Das ist ein absolutes Wunderwerk modernste Mikroelektronik. Dies hier ist nur ein Prototyp. Die eigentliche Nummer 1 ist wesentlich kleiner.
Dieses unscheinbare Ding kann Funktionen des Gehirns übernehmen. Um es einfach auszudrücken, wenn ein Mensch durch einen Hirnschlag gelähmt ist, wenn zum Beispiel das Sprach- oder Erinnerungsvermögen aussetzt, kann dieses elektronische Instrument die Funktionen ersetzen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wurde Kaban Slowalski ein solches elektronisches Gerät eingepflanzt. Die Möglichkeiten, welche sich durch dieses kleine Ding ergeben, sind noch nicht abzuschätzen. Herr Professor Weierlander, ich möchte jetzt eine klare Antwort. Der Mann, den mein Kollege bei Ihnen gesehen hat, ist Kaban Slowalski. Und dem haben Sie ein solches Ding eingesetzt. Stimmt das? Es stimmt. Jedoch nur bedingt. Dieser Mann ist zwar Kaban Slowalski, körperlich. Geistig hat er jedoch nichts mehr mit ihm zu tun. Ich hatte den Verdacht, oder sagen wir besser, ich hatte eine Ahnung, dass es eine solche Erklärung geben würde. Aber ich habe sie wieder von mir geschoben, weil die Konsequenzen für mich einfach zu ungeheuerlich waren. Zu ungeheuerlich. Es wurde bereits gesagt, der Herr Professor hat als Wissenschaftler gehandelt. Die juristischen Konsequenzen hat er sich vielleicht etwas zu wenig überlegt. Herr Professor Weierlander, es liegt nicht an mir, Ihre Handlungsweise ethisch oder moralisch zu beurteilen. Das werden andere tun müssen. Aber juristisch muss abgeklärt werden, ob dieser Mensch, der einmal Kaban Slowalski war, für die beiden Morde verantwortlich ist. Und genau da haben wir den springenden Punkt. Wir betreten damit juristisches Neuland. Etwas überspitzt ausgedrückt, es geht darum zu beurteilen, inwieweit ein Körper verantwortlich zu machen ist für ein Gehirn, dessen Erinnerungsvermögen vollkommen ausgelöscht ist. Ein Gehirn, das ohne Hilfe nicht mehr funktioniert. Herr Professor, wenn das einmal an die Öffentlichkeit gelangt, möchte ich nicht in Ihre Haut stecken. Es ist ein gewaltiger Fortschritt in der Neurochirurgie. Womit wir wieder einmal vor der alten Frage stehen, wie weit Fortschritt gehen darf. Herr Keller, dieser Mann in der Klinik ist dauernd auf Medikamente angewiesen. Er läuft uns also nicht davon. Bevor wir weitermachen können, brauchen wir Gutachten. Medizinische, juristische und, wenn es sein muss, auch moraltheologische. Jetzt fehlen uns alle gesetzlichen Grundlagen, da es sich um einen absoluten Präzedenzfall handelt. Ich möchte mit Slowalski reden. Ich hoffe, Sie erklären nicht für vernehmungsunfähig. Auf keinen Fall. Herr Keller, ich werde mit dem Professor sprechen, unter welchen Bedingungen er zustimmen kann. Alles, was vor der Kopfverletzung geschehen ist, existiert gar nicht für ihn. Er könnte Ihnen auf keine einzige Frage eine Antwort geben. Das möchte ich gerne selber überprüfen. Das Gleichgewicht zwischen den Funktionen des Hirns und der Prothese ist derart labil, dass ein Kollaps zu befürchten ist. Sie würden eines der größten wissenschaftlichen Experimente dadurch gefährden. Sie müssen sich vorstellen, dieser Mann hat das absolute Gedächtnis. Alles, was er hört, sieht oder liest, ist gespeichert. Er kann die kompliziertesten chemischen Formeln auswendig, wenn er sie einmal gelesen hat. Was uns das für Möglichkeiten bietet, ist gar noch nicht abzusehen. Und noch eins müssen Sie wissen. Dieser Mann hat eine ganz neue Persönlichkeitsstruktur, die überhaupt nichts mehr mit dem früheren Slowalski zu tun hat. Der Mann verfügt heute über ein ausgeprägtes Rechtsempfinden. Es ist ihm psychisch unmöglich, etwas Unrechtes zu tun. Das geht so weit, dass er unfähig zur Lüge ist. Er hat sozusagen einen computergesteuerten Charakter. Laienhaft ausgedrückt, ja. Es ist unvermeidlich, dass man gewisse Eigenschaften, also auch gewisse Erbanlagen, die ausgefallen sind, ersetzt. Ich hätte nie gedacht, dass mir dieser Kaban Slowalski eines Tages leid tun würde. Dazu haben Sie keinen Grund. Herr Professor, ich bin kein religiöser Mensch, aber wenn ich es wäre, dann würde ich mir Gedanken darüber machen, ob eine computergesteuerte Seele auch Anspruch auf das ewige Leben hat. Sie sehen selbst, das Problem ist zu komplex, als dass wir es mit dem normalen Strafrecht lösen können. Es ist gar nicht abzusehen, was danach alles auf uns zukommt. Und deshalb bitte ich Sie, in dieser Sache vorerst nichts zu unternehmen, bis ich gewisse Abklärungen getroffen habe. Na gut. Aber ich muss Paul Stauffer einweihen, der gibt sich sonst nicht zufrieden. Aber Sie sind mir dafür verantwortlich, dass er nichts in eigener Kompetenz macht. Und dass er mit der Sache nicht an die Öffentlichkeit geht. Und wie lange wollen Sie die Sache geheim halten? Nur so lange wie unbedingt notwendig, das verspreche ich Ihnen. Herr Keller, ich erwarte nicht, dass Sie mich verstehen.
Eines müssen Sie aber bedenken. Viele Krankheiten haben ihre Ursache in Funktionsstörungen des Gehirns. Mit diesem kleinen Gerät da könnten wir dauernde Heilung von Krankheiten bringen, die heute noch unheilbar sind. Herr Professor, weshalb erfinden Sie nicht gleich den künstlichen Menschen und geben 100 Jahre Garantie für einwandfreies Funktionieren? Karl, in der Hand dieses Mannes lag die Waffe, mit der Peter Hofer umgebracht wurde. Ich habe dieses Gesicht gesehen, als er abdrückte. Hey Paul, ich weiß, du bist in letzter Peter Zeit... Peter Hofer und Aldo Gerster sind tot. Und dieser Mann genießt ein komfortables Leben in der Weiherland. Möchtest du mit ihm tauschen? Darum geht es doch gar nicht. Ich will, dass diese beiden Morde gesühnt werden. Oder es gibt für mich überhaupt keine Gerechtigkeit mehr. Meinst du, ich dürfte Bettina noch in die Augen sehen, solange der Mörder von Peter frei herumläuft? Paul, du weißt, ich beschäftige mich in letzter Zeit eingehend mit moderner Wirtschaftskriminalität. Was hat das damit zu tun? Da wird zum Beispiel versucht, mittels eines Computers größere Beträge in falsche Kanäle zu leiten, was manchmal auch gelingt. Können wir deswegen den Computer juristisch dafür verantwortlich machen? Es geht hier nicht um einen Computer. Das weiß ich eben nicht. Ist dieser Karwan Slowalski noch ein Mensch oder nur ein von einem Computer gesteuertes Stück Fleisch? Paul, ich habe mir in den letzten Tagen oft Gedanken darüber gemacht, wohin das führen könnte. Vielleicht zu einem künstlichen Menschen oder zum schachspielenden Huhn. Auch ein programmierter Killer wäre denkbar. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man muss diesen Weierlander daran hindern, weiterzumachen, bevor er ein Dr. Frankenstein wird. Frankenstein hat ein dummes Monster geschaffen. Die Wesen von Weierlander wären hochintelligente, geistige Monster. Darf ich Ihnen Martin vorstellen? Martin, das sind Herren von der Polizei, die sich mit dir unterhalten möchten. Das ist Herr Dr. Berger, Herr Keller und Herr Stauffer. Ich bin sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie sprechen fließend Deutsch? Ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich immer fließend Deutsch gesprochen habe. Martin, darf ich eine persönliche Frage stellen? Ich bitte Sie darum. Wer sind Ihre Eltern? Mein Vater war ein hoher Beamter, meine Mutter war eine wundervolle Frau. Leider sind sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als ich noch klein war. Seither kümmert sich der Herr Professor um mich, da er ein Freund meiner Eltern war. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Sie können sich nicht mehr an Ihre Eltern erinnern? Ich bedauere sagen zu müssen, nein. Alles, was ich weiß, hat mir der Herr Professor beigebracht. Wo gingen Sie zur Schule? Ich ging nie zur Schule. Alles, was ich weiß, hat mir der Herr Professor beigebracht. Was wissen Sie über Kanada? Kanada. Amtlich Dominion of Canada. Bundesstaat in Nordamerika zwischen Atlantik, Pazifik, Eismeer und den Vereinigten Staaten von Amerika. 9.976.177 Quadratkilometer, 19,5 Millionen Einwohner, Hauptstadt Ottawa. Woher wissen Sie das so genau? Aus dem Lexikon. Und weshalb interessieren Sie sich so für Kanada? Ich interessiere mich nicht für Kanada. Und trotzdem wissen Sie die genaue Größe? Meine Herren, ich habe Martin ein altes Lexikon geschenkt. Wenn Sie es wünschen, zeige ich Ihnen das Lexikon. Ich habe es gleich nebenan. Ah ja, bitte holen Sie es. Ich bin gleich wieder zurück. Wenn er etwas gelesen hat, vergisst er es nie wieder. Bitte, meine Herren, hier sind die drei Bände. Danke. Martin, was wissen Sie zum Beispiel über Messenien? Messenien, neugriechisch Messenia, griechisches Verwaltungsgebiet auf dem südwestlichen Peloponnes, 2.991 Quadratkilometer, 212.000 Einwohner, Hauptstadt Kalamee, fruchtbare Tallandschaften, Öl, Wein, danke, Korinthen. Danke, das genügt. Stammt wörtlich aus dem Lexikon. Martin kann selbst das Telefonbuch auswendig. Herr Keller, wie ist Ihr Vorname? Karl. Martin, kannst du die Telefonnummer von Herrn Karl Keller sagen? Keller Karl, Chefkoch an der Oberhackstraße. Keller Karl, Antiquitäten an der Strebengasse. Keller Karl, Polizeibeamter an der Freieckstraße. Welchen meinen Sie? Herr Keller ist Polizeibeamter. Dann ist es die Nummer 67-1863. Stimmt. Martin, der Herr Professor hat uns doch als Polizeibeamte vorgestellt. Warum mussten Sie trotzdem nachfragen? Herr Keller, es ist mir schrecklich peinlich. Ich habe den Zusammenhang nicht sofort herstellen können. Es ist mir, wie gesagt, schrecklich peinlich.
Aber jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich... Martin, das genügt. Geh auf dein Zimmer. Du bekommst gleich deine Spritze. Nur noch eine Frage. Sagt Ihnen der Name Karban Slowalski etwas? Tut mir leid, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Wie gesagt, tut mir wirklich leid. Diesen Namen habe ich... Das genügt, Martin. Das ist etwas, das du nicht wissen musst. Entschuldigen Sie mich bitte, meine Herren. Das nächste Mal werde ich Ihre Telefonnummer wissen. Telefonnummer wissen. Telefonnummer wissen. Mehr als ein Monat war seit dieser gespenstischen Einvernahme von Karban Slowalski oder Martin vergangen. Zurückgeblieben war eigentlich nur Mitleid mit dieser bedauernswerten Kreatur, aber auch Unbehagen und viele offene Fragen. Paul Stauffer ging es ebenso. Er sprach kaum noch von Slowalski und von einer Verhaftung war nie mehr die Rede. Dr. Berger war mit den Akten zum Justizdirektor gegangen und auch dort herrschte Ratlosigkeit. Es schien, als sei dieses Dossier eine entsicherte Bombe, die man möglichst schnell weiterreichen wollte. Und vor einer Woche platzte die Bombe. Paul Stauffer kam in mein Büro und knallte mir eine Boulevardzeitung auf den Schreibtisch. Da, lies. Verdammt. Lebt Karban Slowalski noch? Fragezeichen. Ist der Mann, der sich in der luxuriösen Privatklinik von Professor Weierlander frei bewegt, der Doppelmörder Karban Slowalski? Und wenn ja, was verheimlicht man uns? Bettina hat mich gestern gegen Abend angerufen. Sie hat sich erkundigt, ob es wirklich stimmt. Was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Und? Sie hat einfach aufgehängt. Bei mir war auch schon ein Zeitungsreporter. Ich habe ihn abgewimmelt. Einmal musste es ja so kommen. Und ich bin verdammt froh, dass es endlich soweit ist. Die ganze Sache wäre noch in aller Ewigkeit verschleppt worden. Nur weil sich niemand die Finger verbrennen will. Es wird allerhand auf uns zukommen. Man wird uns schwere Vorwürfe wegen der Geheimhaltung machen. Ja, damit werden wir leben können, aber... Keller? Andere... Was? Mein Gott. Ja, wir sind schon unterwegs. Was ist? Komm, wir müssen los. Wissen Sie, wer die beiden Frauen sind? Ja. Marianne Gerster, die Frau des Bankbeamten, den Karban Slowalski erschossen hat, und Bettina Hofer, die Frau des getöteten Polizisten. Wo zum Teufel hatten Sie die Waffe her? Die Dienstwaffe von Peter haben wir doch zurück. Es ist eine Sportwaffe. Es war ein sinnloser Mord. Jeder Mord ist sinnlos. Aber dieser besonders. Martin hatte eine Lebenserwartung von nur noch Tagen. Trotz aller Medikamente begann das Immunsystem, die Prothese abzustoßen. Naja, vielleicht findet sich wieder einmal eine geeignete Leiche. Meine Herren, wir sollten einen Konsens finden, um den Schaden in Grenzen zu halten. Herr Dr. Reitmann, der Schaden lässt sich nur noch in Grenzen halten, wenn jetzt alle Karten offen auf den Tisch gelegt werden. Weierlander muss die sogar auslöffeln. Herr Stauffer, die Angelegenheit ist zu ernst, um persönliche Animositäten zu pflegen. Jetzt hören Sie mir gut zu. Daneben an sitzt eine Frau, die eine beinahe unüberwindliche Abneigung gegen Schusswaffen hat. Und diese Frau hat zur Waffe gegriffen, weil sie unsere Welt nicht mehr versteht. Sie wird den Rest ihres Lebens darunter leiden. Und Sie werfen mir vor, Paul, ich nehme... Paul, kümmere dich bitte um die Frauen, ja? Gut, ich gehe ja schon. Eine der Frauen hat einen Schock erlitten. Sie liegt auf Zimmer 16. Professor Weierlander kümmert sich persönlich um sie. Ich glaube, man sollte vorher untersuchen, ob sie überhaupt haftfähig ist. Wenn du willst, bringe ich dich nach Hause. Kannst du gehen? Sie nehmen sie nicht fest? Herr Professor, ich habe Karban Slowalski erschossen, nicht Sie. Dieser Martin, wie Sie ihn genannt haben, ist ein elektronisches Bauteil. Der Rest besteht aus 70% Wasser, Fett. Die Zusammensetzung kennen Sie ja besser als ich. Was also übrig bleibt, ist Sachbeschädigung. Das ist blanker Zynismus. Mag sein. Sie werden die Wissenschaft nie verstehen. Man forscht nicht, weil man will, sondern weil man muss. Ich kann mit einem Laserstrahl Menschenleben retten. Ich kann damit ebenso gut jemanden umbringen. Viele neue Entdeckungen bergen die Gefahr in sich, dass mit ihnen Missbrauch getrieben wird.
Soll man deswegen mit dem Forschen aufhören? Für mich ist das blanker Zynismus. Komm, Betty, wir gehen. Paul, ich musste es tun. Ich musste es einfach tun. Das war ich Peter schuldig. Komm jetzt. Darüber reden wir später. Versteh doch. Ich musste es tun. Das war gestern. Heute berichten alle Medien vom seltsamen Mord in der Weierlander Klinik. Und für morgen hat Dr. Berger zu einer Pressekonferenz geladen. Es wird einen Riesenaufmarsch geben. Man wird wieder einmal laut darüber nachdenken, wo die Grenzen des Fortschritts sind. Wie weit das Machbare gemacht werden darf. Noch einmal wird der Fall Karban-Slowalski die Gemüter erregen. Doch aus dem Fall Slowalski ist endgültig der Fall Weierlander geworden. Karban Slowalski. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von André Bauer. Unter der Regie von Charles Benoit sprachen Heinz Trixner, Siegfried Dunke, Siegfried Meissner, Georges Weiss, Till Kretschmer, Elvira Plüss und Thomas Ballou-Martin. Wir brachten eine Produktion vom Radio DRS, Studio Bern.